Welcome to the German Speaking Part of Europe. Das ist ein Pitch. Nein, nicht bei Nespresso, aber bei einer Service Public Organisation mit globalem Anspruch. Okay. Wikidienstag.ch Producing Data Literacy. Tja. Ich will mit dem Anfang beginnen. Wiki. Das ist wohl unüberhörbar mit Wikipedia, Wikidata etc. verbunden. Also mit Wikimedia.org, mit den Zielen von Wikimedia.org. Knowledge as a Service, Knowledge Equity. Knowledge as a Service führt ganz direkt zu Literacy, Alphabetisierung. Menschen befähigen, das Alphabet beibringen, damit sie selbstständig, eigenständig, selbstbestimmt leben können. Es geht jetzt aber eben nicht mehr um Lesen, Schreiben, Rechnen, Stillsitzen und Gehorchen, sondern eben jetzt um Data. Diese Daten liegen da massenweise rum, wild, ganz gleich, ja, einfach Daten. Du kannst jetzt schon so tun und sagen, ha, du darfst nur mit diesen und diesen und diesen Daten arbeiten. Das Problem ist, die sind halt eben doch da und wirken, auch wenn du sie und gerade wenn du sie wegsperrst. Das zweite Ziel reagiert genau auf diese Herausforderung. Equity. Radikale Inklusion. Freie Daten, freie Information, freies Wissen. Zeig mir, welche Frage du beantworten wolltest. Zeig mir, welche Daten du zur Verfügung gehabt hättest. Zeig mir, welche Daten du genommen hast und wie du sie verbunden hast, etc. etc. So. Und dann ist kritikfähig über die Zeit hinweg. Ja eben, das ist einfach dieser Pleonasmus, Open Science. Du, Science muss so offen, so transparent, so nachvollziehbar sein. Und wenn sie closed, gated, applied ist, ist es einfach keine Science mehr. Also Wikipedia ist eigentlich nur eine Realisierung von den Ansprüchen von Wissenschaft. Ja, also gut, hey, das sind einfach, das sind Klassiker, das ist völlig unbestritten, das ist, keine Ahnung. So, es geht aber eben um dieses Data, es geht auch um Wikidata, da ist die ganze Provokation drin. Also gut, jetzt können wir aber, glaube ich, zurückgehen und weitergehen zu Producing. Das Producing ist jetzt einfach eine Folge von vierter industrieller Revolution. Mechanisierung, Motorisierung, Automatisierung, Digitalisierung. Unter dem Einfluss von diesem Overkill von Daten können wir einfach nicht mehr von Kompliziertheit ausgehen, wie bei Mechanisierung. Haben Sie einen Motor bekommen, dann konnten Sie selber einstellen und ausstellen, wenn Sie gebraucht werden. Jetzt haben wir diese Digitalisierung. Wir müssen von Komplexität ausgehen. Von Kompliziertheit zu Komplexität. Oder um es in einem Bild zu sagen aus der Zeit der Motorisierung, Franz Schultheiß sagt mal, es ist eigentlich wie eine Lokomotive, die ihre Schienen mit sich führt und vor sich auslegt. Also diese Unterscheidung von Produzent und Konsument aus diesen Phasen macht unter diesen Bedingungen keinen Sinn mehr. Es ist ein Producing. Ich stelle selber her, was ich nutze und nutze, was ich selber herstelle. Und es sind prozessuale Bewegungen und nicht linear, kausale Wasserfall. Jetzt. Ah ja, immer so. Ja klar, eben. Das ist jetzt einfach das, was wir mit Abi Warburg beschrieben haben. Sophrosyne Orgiastik. Und damit sind wir beim vorgeschlagenen Workflow, diese Unterscheidung von Sprints und Feedlogs, und über diesen Feedlog sind wir beim Dienstag.
In Wien gibt es seit vielen Jahren den Wikidienstag. Das ist einfach, wo die Community, der Community Hub, zusammenkommt. Ja, für jene, welche eben doch noch gerne persönlich miteinander reden wollen. Worauf der Community Hub schaut, damit es Spaß macht, hier mitzuarbeiten, das definieren wir in drei kleinen Punkten bei Community Care. Wichtig in diesem Workflow ist aber der Sprint, dass du zeigst, an welchen Fragen du am Arbeiten bist. Und da ist es wichtig, dass du das Smart Setting nicht verlässt. Auch das ist eine Definition. Daran arbeiten wir jetzt dann gleich mit der Zürcher Hochschule der Künste. Ja, vor 500 Jahren haben kollaborative Schreibsysteme hier eine Reformation durchgeführt. Ja, wir haben eine Zürcher Bibel, nicht eine Zwingli-Bibel, nicht eine Luther-Bibel, wir haben eine Zürcher Bibel. Die haben kollaborativ übersetzt, geschrieben, publiziert. Aber diese Reformation hat natürlich ihr Wissen aus den Klosterschulen bezogen, nicht zuletzt aus den Benediktinischen in der Schweiz. Dies und dies, Kloster dies und dies, agree to disagree. Einheit in der Vielfalt. So, Schluss jetzt. Also, das ist Wikidienstag, Producing Data Literacy, voll in den zwei Zielen von wikimedia.org 2030. wikidienstag.ch. Okay, da lässt sich unglaublich viel verbinden, aber umgekehrt können wir da einfach auch sagen, wir nutzen aus, dass sich die Arbeit bei Wikipedia total verändert hat. Wir arbeiten mit größeren Gruppen, wir arbeiten projektübergreifend und es braucht einfach mehr Koordination. Und so können wir eigentlich aus der ganz alltäglichen Praxis von Wikidienstag, eben dieses Producing, können wir Theorie verbinden, einen Workflow einführen. Oh. Okay, hey, Schluss! Im Namen des Erkes, der Foto des Heiligen Zorns geht hin. Unruhe. Vorschlagen und ein sei mutig. Reloaded. Oh, sei mutig. Reloaded.